Fleiß, Kompetenz, Akribie. Annette Möster setzt ihre Stärken ein, wenn sie politisch aktiv ist. Sei es im Kreistag oder potenziell im neuen Landtag. Denn die Diplom-Verwaltungsbetriebswirtin kandidiert für den Wahlkreis 11. Als ehemalige Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Maifeld verfügt sie über einen reichhaltigen Erfahrungsschatz und sie weiß, ihre Ziele herauszustellen. In den letzten Jahren ist aber einfach verstärkt auch das Bewusstsein gewachsen, dass es einen Dreiklang geben muss. Wirtschaft, Soziales, Nachhaltigkeit oder Klima, wie man es auch nennen mag. Und das ist mir einfach wichtig. Und ich denke, man sollte das nicht als Gegensätze sehen, sondern eben, wie kann man das gemeinsam austarieren. Ein passendes Stichwort, wenn es um den Menschen Annette Möster geht. Denn als Ehefrau und Mutter zweier Kinder schafft sie seit Jahren den Spagat zwischen Familienmanagement, Beruf und Ehrenamt. Die Zeit für den nächsten Schritt ist reif. Als Mutter Erfahrung mit Kindern, also in den ganzen Bereich. Im Sozialen engagiert, auch beruflich engagiert. Und war natürlich mal Bürgermeisterin, kennt also Verwaltungsabläufe, hat in der Wirtschaftsförderung gearbeitet, kennt Wirtschaft, also ist eigentlich ein Allround-Talent und hat überall Einblick und das ist genau das, was man von einem Politiker erwartet. Und die Annette Möster, die bringt das alles mit. Die Wirtschaft in der Region leidet in der Corona-Pandemie. Annette Möster ist nah dran an den Unternehmen in ihrem Wahlkreis, informiert sich, wenn möglich, vor Ort, wie hier in der Firma Doven in Pleit. Maschinenbauexperten spezialisiert auf Anbaugeräte für Gabelstapler. Um Obst und Blumen geht es bei Müllers in Nickenich. Gemeinsam mit Christian Baldauf verschaffte sich Annette Möster einen Eindruck vom Stand der Dinge beim kleinen Familienunternehmen, das den Kontakt zur lokalen und regionalen Politik zu schätzen weiß. Ich denke, es ist einfach ganz wichtig zu wissen, dass jemand da ist, der uns vertritt, der die Menschen in der Region vertritt. Und dass dieser persönliche Kontakt auch immer so schön da ist, dass man auch einfach direkt seine Sorgen und Wünsche an die Politik weitergeben kann. Ich denke, das ist ganz wichtig, dieses Persönliche. Beim Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr stattete die Delegation im Herbst ebenfalls einen Besuch ab. Es entwickelte sich direkt ein reger Austausch über die Probleme der Haupt- und ehrenamtlich Aktiven im Sinne der guten Sache. Auch für den CDU-Spitzenkandidaten im Land ein guter Tag. Denn er weiß, für Andernach, die Pellenz und männlich die richtige Frau am Start. Ein Abgeordneter hat zwei Funktionen. Sich um den Wahlkreis zu kümmern, um die eigene Region und in Mainz für die landesweiten Themen zu sorgen. Da wird sie sich stark einsetzen können, gerade im kommunalen Bereich, im Wirtschaftsbereich und in der Familienpolitik. Und hier vor Ort, man kennt sie, man schätzt sie, bin ich mir sicher, wird sie die Region voranbringen. So wie es zuvor Hedi Thelen als Landtagsabgeordnete auch bravourös gelungen ist. Sie steht im engen Kontakt zu ihrer potenziellen Nachfolgerin und auch zu Felix Dötsch, als Vertreter der Jungen Union, der B-Kandidat hinter der erfahrenen 53-jährigen idealen neuen Kandidatin. Weil sie einfach total engagiert ist, weil sie ganz viele Menschen auch kennt in der Region durch ihr Ehrenamt, durch ihr politisches Engagement, durch ihre Lebenserfahrung, sodass sie auch wirklich weiß, was den Menschen auf der Seele brennt und wo was noch besser gemacht werden muss. Die Tochter eines Landwirts weiß auch die Natur zu schätzen. Bei der Begehung der Thürer Wiesen traf sie mit Lukas Ellerich einen Gleichgesinnten. In diesem Wahlkreis finden sich Städte und Dörfer, Industrie und Landwirtschaft, Umwelt und Wasser, Mensch und Tier, Tür an Tür. Wir haben, glaube ich, alle ein großes Interesse daran, dass eben hier unsere Umgebung liebenswert und liebenswert bleibt und auch noch wird und auch so attraktiv bleibt, wie sie ist oder noch attraktiver wird, wenn wir es schaffen. Und ich glaube, da haben wir einen guten Ansprechpartner hier eben, weil sie da auch ein offenes Ohr mitbringt für so Projekte, um das Ganze auch mitzugestalten. Als Gestalterin wirkt die Ehrenamtlerin Annette Möster nun im 8. Jahr als Vorsitzende des Caritasverbandes Koblenz. Sie setzt gern Zeichen, wenn es um soziale Themen geht. Und als Beigeordnete in ihrem Wohnort Pleit ist die erfahrene Kommunalpolitikerin die ideale Ergänzung zu Bürgermeister Peter Wilkes. Im Team und für ihre Heimat setzt sie sich stark und gerne ein. Gute Gründe, ihr die Stimme zu geben. Mich sollte man wählen, weil ich wirklich jemand bin, der anpacken kann, der zuverlässig ist. Bei mir kommt dazu, dass ich sehr kreativ bin, viele Ideen habe und auch gerne in die Zukunft blicke. Also ich bin schon ein Mensch, der in die Zukunft denkt, auf die nächsten 5 bis 10 Jahre. Das ist mir immer wichtig gewesen, weil ansonsten lebt man von der Hand in den Mund und das möchte ich nicht.
die richtige Mischung macht. Und da weiß diese Frau einfach, wie es geht, in jeder Lebenslage. Struktur und Freude bei der Arbeit sind die Grundlagen für Projekte, von denen die Allgemeinheit profitieren soll. Dann wird am Ende alles gut.